Ja, Running in the 90s wird schwierig. Ich bräuchte noch ein drittes Power-Up. Dann wird das vielleicht gehen. Aber einfach so eher nicht. Oh, wait. Ich mach gerade irgendwie Säure. Das ist eine random Fledermaus, ne? Hilfe. Einfach mit Mopsi spielen. Der erste Stein ist eh noch egal. Der zweite ist der wichtige. Ah ja, cool. Ah, das ist schon gemein, dass die Sternmünze quasi genau dann kommt, wenn dein Stern ausläuft, ne? So. Oh Gott, nein! Nun. Das war ein bisschen zu langsam. Es ist wenigstens ein schnelles Scrolling-Level, aber ich muss trotzdem das gesamte Level durch und das dauert immer noch dann seine, keine Ahnung, 1-2 Minuten oder so. Jede Achterbahn angenehmer. War schon ewig nicht mehr auf einer Achterbahn. Ich glaube, das letzte Mal waren wir auf einer Achterbahn. Wir wollen jetzt noch was. Hatte ich schon echt ein ganzes Weilchen her. Ding Dong. Der Europapark ist ein bisschen weit weg. So. Hm? Nein! Was war jetzt eigentlich? Ein Ball ist im Garten gelandet. Ah, ja, stimmt. Also ja, Europapark ist zum einen ein bisschen weit weg, zum anderen ein bisschen teuer. Und wiederum zum anderen, wir haben ein kleines Kind. Also ich glaube, da müssen wir noch ein paar Jahre warten, bis sie auch alt genug dafür ist. Und dann können wir dann dahin. Wir wollten, oh, das ist jetzt auch schon viele Jahre her, wirklich auch mal so ein bisschen Urlaub in einem Freizeitpark machen. Und hatten halt einfach mal geguckt, was es so in Deutschland so für welche gibt. Und hatten dann unter anderem halt auch den Europapark gesehen und gesehen, dass der echt mega teuer ist. Und haben dann stattdessen den... Boah, welcher war das? Svenja? In welchem Park haben wir nochmal Urlaub gemacht? Im Heidepark, genau. Dann waren wir beim Heidepark für ein paar Tage und haben uns dort halt alles mal angeschaut. Und dort halt auch eine Weile lang übernachtet für ein paar Tage. Das war auch ganz cool. Oh, wait. Aber ja, irgendwann im Europapark kann man sich mal gönnen, vielleicht für so 3-4 Tage. Hat man wahrscheinlich auch genug Zeit, um sich mal alles anzugucken dort. So. Dann snacken wir uns den Stern. Okay. Den jetzt und jetzt einmal durch. Ich werde euch irgendwann in den Süden locken. So, und da noch einen Stern. So, und jetzt können wir uns da einmal die Münze holen. Gut, hätten wir das auch.
Wunderschön. Aus eigener Erfahrung, 2 Tage reichen tatsächlich für den Europapark selbst. Viele Attraktionen, aber relativ kurze Laufwege. Aber du musst bedenken, wir haben ein kleines Kind dabei, also würde ich eh immer mindestens noch einen Tag mehr für einplanen. Weil das Kind kann ja einfach irgendwann so nach einem halben Tag sagen, ich habe keinen Bock mehr. Ich will jetzt schlafen gehen. Und dann ist der Tag vorbei. So, dann zu Feisthörnchens Kobel. Was für ein Ding? Als Kobel kenne ich nur einen Fußballspieler. Also dementsprechend... Also wenn du sagst, für Erwachsene reichen 2 Tage, würde ich wirklich mit Kind schon echt die doppelte Zeit sagen. Was? Guckt man einmal nicht hin und schon fliegt einem so ein Feisthörnchen ins Gesicht. Wunderschön. Kugelförmiges Nest einzelner Tierarten, unter anderem bestimmte Eichhörnchen. Ja, super. Guck mal, wie gut ich hier rein kann. Ich gehe dann mal. Zwei Tage Europapark und 1 Tag Rolantica. Was genau ist Rolantica? Ist auch irgendeine Attraktion beim Europapark? Oder in der Nähe? Einfach warten, bis sie auszieht, dann ist sie wieder entspannt. Es dauert ein bisschen. Das ist ein Freizeitbad, was dazugehört. Ah. Oh. Okay. Dann würde ich alleine dafür auch schon wahrscheinlich noch einen Tag mehr mit einplanen. Oh, nice. Genau die Münze erwischt. Okay, Yuna. Eie. Oh. Ja, nun. Dachte nicht, dass es in einem Mal direkt weggeht. Ja, und ich sehe schon, was ich da hätte tun sollen dann. Moment, ist hier zufällig ein Pilz drin? Ah, perfekt. Ich kann jetzt einfach hier hochfliegen. Wie komme ich da jetzt dran? Oh, ich verstehe. Ja, okay. Dann tötet mich mal eben nochmal. Ich bin verstehend. Aber ja, das heißt, wir hätten dann wahrscheinlich 1 Tag Rolantica und 3 Tage oder so Europapark. Und 1 Tag Puffer, also 5 Tage müssten wir dahin. Ja, Yuna hat zugestimmt. Toll, jetzt bringt mir das auch wieder nichts. Ah, dann ist auch wieder die Frage, ich glaube, da kann es auch erst so in 10 Jahren oder so hin. Wenn es zumindest Grundschulalter hat. Jetzt kriegt es ja davon ja nicht mal so wirklich was mit. Ja. Yuna ist gerade wieder so ein bisschen Baby Rage. Die Säuglingswut. Mittlerweile ist sie ja ein Säugling, seit ein paar Wochen. Wie ich gelernt habe, bis die ersten 4 Wochen ist man ein Neugeborenes und dann wird man erst zum Säugling. Komm mal hier rüber. Perfekt. Ja, perfekt. Indeed. Thank you.
Irgendwie ist nicht das da drin, was ich irgendwie erwartet hätte. Irgendwie habe ich einen P-Switch hier drin erwartet. Aber der ist einfach hier. Ich hätte mir den Tod einfach sparen können. Ich sollte mich in Zukunft nicht einfach sofort in den Tod schmeißen, sondern erstmal überall ein bisschen durchgucken. Ey? Ja. Echt, Yuna. Es klang echt so, als hätte sie einfach auf meine Aussage gesagt, so, echt? Kann ich dich mal jetzt einfach umhauen? Nee, Güte. So, das ist auch alles. Ist übrigens sowieso so super witzig. Die macht manchmal einfach Laute. Das klingt halt echt so, als hätte sie gerade irgendwie mit uns gesprochen. Das ist halt leider schon echt witzig mit ihr. Weniger witzig ist, wenn sie nicht schlafen möchte. Ich wollte eh keinen Anzug haben. Sie fühlt den Ryuji. For real? Ich habe schon wieder ein Feuerwerk bekommen. Oder bekomme eins. Sie macht schon wieder den Move von... Oh, Flasche. Nee, ich muss mal kurz die Flasche aus dem Mund nehmen. Wo ist meine Flasche? Wann fangen Babys im Schnitt an zu reden? Irgendwann zwischen 1 und 2 Jahre. So die ersten paar Worte. So. Wird also noch ein Weilchen dauern, bis ihr sie sprechen hört. Oh no, schon wieder was mit Dunkelheit. Und meine Lieblingsfledermäuse. Ich wurde betrogen von den Blöcken. Ich hoffe, dass ihr erstes Wort nicht Kacker sein wird, aber lustig fände ich es auch. Nicht nur du. Aber ich hoffe auch, dass es nicht Kacker sein wird. Mal durch? Oder? Okay. Sie ist gerade nur ein bisschen dezent unzufrieden. Und dann gefolgt von Jan oder von Papa. Also Papa Kaka würde ich jetzt nicht so als geilste Kombination finden. Da darf sie sich gerne was Besseres aussuchen. Oh Gott, okay. Dann wiederum Kacke sage ich jetzt nicht ganz so häufig, dann sage ich Scheiße. Das ist schon ein Unterschied. Licht an. Mit einer Bombe. Was darf ich denn hier Schönes sprengen? So, weg damit. Ah, ich sehe schon, was ich sprengen darf. Wie komme ich denn mit einer... Ah, okay, da kommt eine Bombe. Fällst du runter? Ja, okay, perfekt. So.
Yay. Komme ich da rein? Moment. Ja, okay. So. Yay. Moment, war das so schlau? Yay, für ein Leben. So. Dann versuchen wir nach oben links zu kommen. Versuchen wir überhaupt erstmal nach oben zu kommen. Ah, da ist meine Münze. Gehen Sie mal weg, mein Herr. Ja, ich sehe, weiß, dass da unten nur eine Bombe ist. Musst du einmal kurz hier durch. So. Das wäre jetzt das Witzigste, wenn ich an dem gestorben wäre. Und wir dieses lahme Level nochmal machen müssten. Nehmen wir den mal mit. Ich glaube, das ist der Seifenblasen-Yoshi, ne? Und weil wir es so nötig haben, schnappen wir uns auch noch ein paar Leben da oben. Einfach nur, damit das Haus weg ist. Ist da oben eigentlich schon das Schloss? Beziehungsweise wir machen wieder einfach mal das gleiche wie letztes Mal. Mal gucken, wie viel Glück haben, wenn wir einfach hier hinstellen. Und nichts tun. Ich glaube, ich habe 5 von den Bowser-Dingern eingesammelt. Wie schade, so ein Pech aber auch. Oh nein. Och Mann. Ja. Ja, da ist aber noch ein Schloss. Also noch so ein Türmchen. Ballett der Piranha-Pflanzen. Okay. Ja, toll. Kann ich auf die drauf springen? Oh, ja, kann ich sogar wirklich. Da bringt es ja vielleicht noch ein bisschen was. Ich wollte gerade sagen, es ist ja richtig nutzlos, wenn ich mich nicht an die Ranken hängen kann. Aber ich kann da ja auch da drauf springen. Oh cool, der ist zu einer Feuerblume geworden. Ja. Nun. Der Block unten kam ein bisschen zu spät. Da habe ich schon abgebremst in den Tod. Ich wollte den Yoshi eh nicht haben. Habe ich dich nicht getroffen. Hm. Sehr schön. Ist da oben was? Moment. Na, schwingen.
Schwingi dein Dingi. Nee. Na, wobei, könnte ich hinkommen. Aber ich gehe auch weiter erstmal. Hilfe. Lass mich wieder zurückkommen. Also keine einzige Münze vorm Checkpoint ist mir dann doch ein bisschen zu verdächtig. Außer, dass das jetzt die erste. Mal kurz noch was ausprobieren. Hin. Okay. Ah, wobei. Komm. Also ja, mit dem Pilz hier, mit dem Fliegepilz. Ist mir im Weg. Ist da noch was drin? Hm. Ja nun. Sind auch alle viel zu groß, dass man die werfen kann. Also halten wir fest, wir haben keine einzige Münze bekommen. Und haben auch nur eine einzige überhaupt gesehen in dem Level. Okay. Dann gehen wir mal auf die Suche. Überhaupt nach den Münzen. Wobei, was kriege ich hier? Immer noch Eisblumen? Ach, jetzt kriege ich so einen Eichelpilz. Dann kann ich jetzt auch mal das ausprobieren, was ich vorhin vorhatte. Und zwar hier hochfliegen. Aber das bringt nichts. Okay. Kann ich hier umfliegen? Ja! Wie random! Das ist die zweite? Ich hab jetzt klingt wie so eine Geschlechtskrankheit. Was ist denn der offizielle Name von dem Ding? Moment, so nicht. So. Dann haben wir schon mal die zweite und die dritte. Und ich habe keine Ahnung, wo die erste ist. Am Anfang vielleicht.
Ist auch nichts weiter. Hilfe. Ich bin tot. Weil ich schon wieder die Plattform nicht getroffen habe. Weil ich halt einfach safe und quitten sollen. Hoffen wir einfach, dass ich den Pilz nicht für noch irgendwas anderes brauche. Da, da. Nein. Okay, safe. Da unten sehe ich sonst nichts. Da kann ich auch nicht rein. Was? Wie random. Oh, wow. Das war jetzt wirklich kompletter Zufall einfach nur. Und ich darf es nochmal machen. Nee, das sieht man sogar... Ich meine, das aber sogar gar nicht gesehen. Das ist legitim einfach genauso gewesen wie alles andere hier an den Blöcken. Und dann soll man da drauf kommen, dass da was drin ist. Als ich nach Eichelpilz gegoogelt habe, kam nicht dieses Item. Wäre es nicht smarter, du guckst einfach im Mario-Wiki nach, wie dieses Item einfach heißt, anstatt nach Eichelpilz zu googeln? Wäre das nicht irgendwo besser? Das heißt einfach nur Eichel. Okay. Oh, Leute, mich vom... Ja. So, ab ins Ziel. Moment. Machen wir es mal so. Wir gehen doch sicher nicht bis in die Mitte, oder? Da! Die letzte Münze! Oh, nice. Und tschüss. Für so manche Blöcke wäre der Tanuki-Anzug eigentlich wieder sehr praktisch, der auch Blöcke kaputt machen konnte. So. Das Versteck war schon sehr mies. Komme ich zu dem da rechts hin? Kammerjagd im Drehwurmturm. Mal gucken, wie schlecht uns wird. Ach so, so ein Ding. Scrolling? Ich muss ja mal laufen. Moment, bleiben Sie hier. Ah, da kann ich aber nicht durch. Das ist gut zu wissen. So, komm mal her. Du blockierst mir den Weg! Du Idiot!